Moin, ich bin Ofe von T&T E-Mobility. Ja, die Sonne und du gehören dazu. Es geht irgendwann auch wieder aufwärts. Freunde und liebe Zuschauer, Kopf hoch. Wir werden das alles überstehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute auf dem Weg zu meinem Neffen Joel. Der arbeitet bei einem Opel-Autohaus bei Opel Dello in Hamburg und hat mir gesagt, prüf doch mal bitte unseren neuen Opel Corsa e. Und das werde ich natürlich tun. Und das, also dieser Test, für mich ist natürlich ein anderer als das, was ihr vielleicht schon kennt. Das heißt, ich kriege dafür kein Geld oder sonst irgendwas. Ich teste den einfach aus meiner Sicht. Ich bin ja seit 30 Jahren Sachverständiger und Autohändler und fahre, seitdem ich Auto fahre, nur große Kisten. Das heißt, ich habe mir damals für 300 Mark Granada gekauft und dann für 1000 Mark eine S-Klasse und so weiter. Ich kenne eigentlich mein Leben lang nur große Autos, große Motoren und V8s und ich steige jetzt gleich in einen Opel Corsa. Das ist also eine ganz andere Sichtweise, die ich jetzt an den Tag legen werde. Wie sehe ich das Auto aus meiner Sicht? Das ist vielleicht mal ein bisschen interessanter als ein neutrales, das ist das Auto, so läuft er, so lädt er, sondern ich setze mich da rein und sage euch mal, wie es mir damit geht. Dazu gibt es natürlich auch, wie immer, wie ihr es gewohnt seid, viele technische Daten und das, was ich von dem Auto denke. Ob es nun positiv oder negativ ist. Ich sage wie immer meine Meinung. Moin Joel! Moin Ofe! Na, alles gut? Das hier, das ist mein Neffe Joel. Joel ist auch gleichzeitig. Oh. Da ist er, wo ist er? Hier. Der ist noch größer als ich. Ne? Der ist 1,98? 1,96. 1,96, ja. Okay. Und ein bisschen völliger. Schön, dass du mir das. 78 Kilo. Schön, dass du mir das ermöglichst, den Wagen mal zu prüfen. Du arbeitest hier bei Dello und du hast überhaupt keine Lust, mir den Wagen zu erklären, aber deswegen bin ich ja auch hier, um das zu machen. Ja. Vielen Dank für den Schlüssel. Gerne. Joel ist übrigens auch Marshall beim E-Cannball, den kennt ihr vielleicht einige von euch. Ja, wir wollen den Wagen denn heute mal testen. Ihr habt ja gerade gesehen, wie leise der hier reingerauscht ist. Das ist schon mal schön. Ja, und ich als 75 Kilo, 1,90 schlanker, athletischer Typ werde mich jetzt in das Auto reinschälen und mal mit euch über das Auto sprechen, das Auto fahren, mehreren Bereichen, auch mal auf der Autobahn. Ich habe jetzt ein paar Stunden Zeit, denke ich. Und bin gespannt. Da ist er. Ich finde, er sieht gut aus. Das ist die Version Edition. Es gibt da noch die Edition First Edition. Die hat dann noch so ein bisschen am Fensterrahmen Chrom und ein bisschen andere Felgen noch und so. Aber wir wollen ja jetzt den Wagen an sich testen und die ganzen Daten dazu. Die bekommt ihr jetzt gleich. Es geht nämlich jetzt los. So, ich setze mich dann mal in das Auto rein. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin kein Kleinwagenfahrer. Das ist vielleicht ein Kleinwagen. Setzen wir uns mal rein, dass ich merke, so schon, ups, ach, das geht eigentlich, guck mal. So, okay. Von der Fahrposition her würde ich eher lieber nach hinten gehen. Oh, das muss ich gar nicht so weit. So. Lenkradverstellung werden wir auch haben. Rein, raus, hoch, runter. Ich habe es immer gerne aus alten Rennsportzeiten nah am Mann, damit ich hier meinen rechten Winkel habe. So, genau, so sitze ich jetzt hier drin. Das passt für mich. Guck natürlich, wenn ich nach links gucke, direkt auf die B-Säule. Joel, kannst du einmal schauen, wie es hinter mir aussieht? Kann man da noch sitzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Menschen ohne Beine finden da Platz. Okay, das heißt, ich müsste so? Ja, das geht schon. Ja, okay. Ja. Alles klar. Okay, ich mache aber so. Und dementsprechend, ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt wohl, die Sitzverstellung bei diesem Fahrzeug ist komplett mechanisch, keine elektrische Hilfe. Wir haben hier eine Höhenverstellung, zack, zack, hier ein Hebel vor und zurück. Gibt es noch eine Lordose? Ja, gibt es auch. Oder nee, gibt es nicht, ist einfach nur die Lehnenverstellung und das war's. Gut, ich fühle mich nicht unwohl, muss ich sagen, das gefällt mir. Ich habe hier noch Kopffreiheit, kann den Sitz sogar noch weiter runter machen, wenn ihr jetzt Sitzriese seid mit langem Rücken, geht noch mehr. Genau, machen wir die Tür zu und lass den Dicken mal sabbeln. Ja, geht. Okay, das Bein, das rechte Bein, das liegt hier an der Konsole. Das ist natürlich normal.
Ja, finde ich gut. Ich sitze hier also auf dem Akku, richtig? Wollen wir das einmal kurz zeigen? Technisch ist das für mich ja immer wichtig, wie funktioniert das Auto. Ich mache das mal einmal. Hier unten ist der Akku, der ist unter der vorderen Bank oder den vorderen Einzelsitzen. Und hier hinten, das ist der Akku, der unter der Rückbank sitzt. Hier hinten fest man unter, da ist ein Griff, macht die Heckklappe auf. Ist kein Akku, denn hier drunter, hier liegt einmal ein Typ-2-Kabel, ist Feierabend. Hier ist noch eine kleine Warndreieck- und Verbandskasten. Und dann kann man hier den aushaken, wahrscheinlich rausnehmen. Wunderbar, läuft. Und dann einfach umklappen. So sieht's aus, wenn man das Auto umklappt. Die untere Sitzbank bleibt so, wie sie ist, denke ich. Die kann man nicht nochmal hochklappen, ne? Sondern man klappt so nach vorne. Ja, ich meine, da könnt ihr auch ordentlich was mitnehmen. Ne? Ein paar Kisten Bier gehen da rein. Das ist ja eigentlich für uns das Wichtigste. Die Farbe heißt wie? Weißt du das gerade? Orange. Orange. Ja, genau. Das ist orange. Sieht so ein bisschen aus wie ein Stadtwerke-Auto. Ist Metallic? Das ist Metallic. Ja, gut. Nee, wäre nicht meine erste Wahl, aber muss es ja auch nicht sein. Wir haben hier ein schwarzes Dach, schwarze C-Säulenverkleidung. Das ist wahrscheinlich ein Teil dieser Editionsausgabe. Das ist Metallic. Genauso. Ja, cool. Erster Augenblick ist gut. Was haben wir vorne unter der Motorhaube? Machst du einmal auf, Joel? Ja, guck an. Da sehen wir eine 12-Volt-Batterie, muss immer rein. Hier ist wahrscheinlich der Inverter. Hier die Klimaanlage, Kühlwasser. Haben wir hier eine Wärmepumpe drin in dem Auto? Jo, sonst sieht das ganz normal aus. Und da unten wird der Motor sein und das Differential. Kann ich jetzt so nicht erkennen, ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Ja, sieht für den ersten Augenblick ganz normal aus, wie ein Auto mit Motorraum, Verbrennungsmotor, Zylinderkopf. Ist es aber nicht, sondern das Auto ist voll elektrisch. Was das Auto noch serienmäßig hat, das lese ich mal kurz für euch ab. Er hat serienmäßig eine Klimaautomatik, also alle Modelle. Das Modell Select, das Selection, das Modell Edition und das Modell First Edition. Sie haben serienmäßig Klimaanlage, ein digitales Cockpit, Radio mit 7 Zoll Farbdisplay, Smartphone-Integration und Spurhalteassistent, Frontkollisionswarner mit automatischer Notbremsung und Fußgängererkennung sowie Verkehrsschildererkennung. Ja, das hat nicht mal ein Tesla aktuell, aber da arbeiten sie dran. Das ist doch schon mal geil von der Ausstattung her. Das ist ja fast alles, was man heutzutage braucht. Und ich hoffe, dass der Wagen effektiv ist. Er ist angegeben mit 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Wir haben hier einen Motor im vorderen Bereich und hinten ist gar nichts, das ist also kein Allrad, ist ja klar. Und hier sehen wir dann auch noch einmal die Ladeklappe, wenn wir die aufklappen, wunderbar. Hier einmal Typ 2, dieses Auto kann aber auch CCS schnell laden und zwar mit 100 kW. Das ist schon mal super geil, 100 kW, dann ist das Ding super schnell voll, genaue Zahlen gebe ich euch gleich. Typ 2 kann diese Edition und auch die First Edition mit 11 kW laden. Wir haben also einen dreiphasigen AC Onboard-Lader. Das ist super gut, wenn man an öffentlichen Ladestationen laden will. Dann geht es schnell voran. Und es gibt ihn in der Edition Selection, Entschuldigung, in der Ausgabe Selection. Da hat er nur einen einphasigen 7,4 kW Onboard-Lader. Deswegen ist der Wagen auch billiger. Reinsetzen. Ach, schönes neues Auto. Das riecht so schön. Und was machen wir jetzt? Probefahrt. Ja, ich lese euch das jetzt noch mal vor, bevor ich losfahre. Dieses Auto, was ich jetzt hier habe, das ist ja die E-Edition, Corsa E-Edition, mit LED-Scheinwerfern, Multimedia-System. Der kostet mit der Ausstattung, mit einer sehr guten Grundausstattung schon mal, hier in diesem Fall 35.000 Euro brutto. Ich fahre 4 Jahre Elektroauto, wir haben jetzt März 2020. Ich empfehle euch immer zu sehen, dass ihr den höchstmögliche Ladezahl an kW bekommt. Das heißt, wenn hier ein 11 kW dreiphasiger Lader zur Verfügung steht, dann nehmt den auch. Und weil es ist wie bei Immobilien geht es um Lage, Lage oder Lage und beim Elektroauto geht es über Schnellladen, Schnellladen, Schnellladen. Einen riesigen Akku braucht man nicht, auch ein kleiner reicht. Wir fahren rein elektrisch mit einem Opel Corsa E. Vom ersten Gefühl her an schön leise. Rekuperation ist hier ein anderes Thema als bei einem Tesla. Es gibt hier eine zweistufige Rekuperation, aber ein One-Pedal-Driving ist hier nicht möglich.
rekuperiert auch nicht bis zum Schluss und hat auch keine Hold-Funktion. Das heißt, man muss hier ganz normal bremsen und anfahren ohne eine Hold-Funktion. Ich habe den Bordcomputer auf 0 gestellt. Ich fahre hier jetzt ganz normal mit dem Fahrzeug, ohne jetzt auf irgendwie wilde Testfahrten zu gehen oder ich muss jetzt Gas geben und soll sehen, wie der Akku schnell leer wird oder so. Ich fahre jetzt ganz normal hier in Hamburg im Stadtverkehr und messe dabei erstmal den Verbrauch für einige Kilometer, um euch dann sozusagen einen kurzen Einblick in die Alltagswelt zu geben in diesem Fahrzeug und habe jetzt aktuell eine Reichweite von 200 Kilometern. Ja, lustig, wenn ich den Spurhalteassistent, gerade wenn man aus dem Tesla kommt. Das heißt, wenn ich den mal loslasse, dann eiert er hier von Spur zu Spur. Zack, guck, er lenkt jetzt gegen und hält das. Macht er ganz vernünftig. Ein kleiner Autopilot. Und er holt ihn wieder zurück. Aber ich fahre jetzt mal rechts, nur mal so als Beispiel. Versuche jetzt mal rechts die Spur zu verlassen. Zack, holt er mich wieder nach links und geht an die linke Spur, geht wieder nach rechts. Ja, so läuft das heute. Ist halt kein reiner Autopilot. Die Sonne scheint wunderbar. Ihr müsst wissen, wenn ihr so einen Opel Corsa E kauft, dass ihr rückwärts an die Ladesäule fahren müsst. Denn das Kabel würde es niemals schaffen bis zum Ende. Das ist nicht so schlimm. Hinten links verstehe ich nach wie vor nicht, wenn man an öffentlichen Parkraum eine Ladestation nutzen möchte, ist die auf der rechten Seite normalerweise. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, den Ladeport auf die rechte Seite hinzubauen. Verstehe ich nicht, ist beim Tesla auch so, ist links. Was haben Sie bloß dabei gedacht? Vielleicht wisst ihr es ja, schreibt mal unten rein. Ja, wie schon gesagt, kann das Auto 100 kW DC laden. Das ist natürlich super, super schnell. 50 kW sehe ich heute als zu langsam für einige Fahrzeuge. Ihr braucht das eh nur, wenn ihr Langstrecke fahrt. Ansonsten braucht ihr das überhaupt nicht. Aber wenn ihr Langstrecke fahrt, dann könnt ihr wenigstens die Karre schnell aufladen, um von A nach B zu kommen, ohne euch jetzt Gedanken darüber zu machen, dass ihr irgendwie eine Stunde oder sonst irgendwo an einer Ladestelle stehen sollt, denn die aktuellen Schnellladesysteme geben euch die Möglichkeit, mit 100 kW zu laden. Da gibt es genügend Anbieter mittlerweile, die das machen. Okay, wir gehen jetzt mal weiter in die Fahrmodi. In diesem Fahrzeug gibt es den Fahrmodus Eco, den Fahrmodus Normal und den Fahrmodus Sport. Den kann man hier in der Mittelkonsole verstellen. In Sport, ja, ist er agil. Wollen wir mal gucken, was wir hier mit der Höchstgeschwindigkeit haben. Wir fahren jetzt Vollgas. Ich bin jetzt bei 151 Stundenkilometer. Also wird es wahrscheinlich die 150 sein. Die Lautstärke hier drin ist okay. Ich spreche jetzt ein bisschen lauter. Aber für mich absolut okay. Wir gehen jetzt nochmal in die ganzen Moduseinstellungen. Wir haben Eco, Sport und Normal. Ich fahre jetzt im Sportmodus. Er ist auf jeden Fall relativ gut am Beschleunigen. Doch, und zack, 140, 145, 48. Bei 150 regelt er sich ein. Er könnte bestimmt noch schneller fahren. Das ist auf jeden Fall eine schnellere Beschleunigung als jetzt zum Beispiel im Eco-Modus. Die Rekuperation fühlt sich für mich hier beim Fahren in allen drei Moduseinstellungen gleich an.
Ja, Beschleunigung ist natürlich immer geil im Elektroauto und... Oh, er dreht durch. Ja, geil, geil. Alles gut. Alles gut. 74 km/h in ganz kurzer Zeit. Wunderbar. Ich kann es hier nochmal zeigen. Aus dem Stand in Sportmodus. Alles gut. Das war alles okay, oder? Und Vollbremsung? Ja, die Bremsen sind bissig. Also, da muss ich sagen, das gefällt mir gut. Die Fahreigenschaften gefallen mir sehr gut von dem Auto. Er hat ein typisch deutsches Fahrwerk, also gar nicht amerikanisch, sondern straff, so wie wir das gewohnt sind, so wie ihr das auch erwartet. Da ist also nichts bei, was euch jetzt irgendwie wundern würde, wenn ihr so ein Auto kauft. Ja, wie ihr seht, fahre ich nicht nur Autobahn, sondern auch Landstraße. Ich bin also hier Autobahn Hamburg-Netterfeld gefahren, Richtung Norden abgefahren, großen Aspe auf der A7 und bin dann über nach Neumünster ein Stück gefahren, dann wieder zurück über die Autobahn und jetzt fahre ich auf der Landstraße Richtung Hamburg, fahre 100 km/h, fahre also das, was man hier fahren darf, wo ich 70 fahre. Ich fahre einmal 7 drüber. Das heißt, bei 70 fahre ich 77 und bei 100 so 105, 106. Und jetzt kommt eine Ortschaft. Wir haben jetzt noch 150 Kilometer im Akku Reichweite. Das ist nicht ganz richtig, denn wie ich eben gesagt habe, er macht nur 10er Schritte, also 150, 160, 170. Und dann beginnt er in so einem kleinen Kästchen an Prozenten zu verlieren. Er zeigt aber keine Prozentanzeige an. Und wenn ich dann mal in unseren Energieverbrauch gehe, anzeigen, Bordcomputer, da muss ich rein. Da bin ich im Trip 1, genau das wollte ich sagen. Wir sind jetzt 67 Kilometer gefahren und haben noch 150 Kilometer im Tank. Akku. Absolut okay, die Anzeige scheint zu stimmen. Was etwas hoch ist in meinen Augen, aber wir sind jetzt auch nur Autobahn gefahren, sind 21,7 Kilowattstunden Verbrauch pro 100 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von bisher 48 Stundenkilometern. Schauen wir doch mal, was draus wird. In den drei Modus Sport, Normal und Eco sind verschiedene Leistungsangaben vorhanden, natürlich, damit auch Strom gespart wird. Beim Sportmodus haben wir 136 PS, im Normalmodus haben wir 109 PS und im Eco-Modus haben wir 82 PS. Das merkt man wirklich deutlich. Die Leistung ist beim Sportmodus in diesem Fahrzeug bei 260 Newtonmeter. Das ist wirklich nicht zu verachten, das ist kein Scheiß. Und er soll vollladen mit 100 kW DC-Ladung innerhalb von 30 Minuten auf 80%. Man lädt bei einem Elektroauto nie auf 100%, wie jetzt beim Handy, wie das viele machen, ist aber auch nicht gut. Aber wenn man in dem Bereich bleibt zwischen 20% und 80% oder auch 10% und 80%, dann ist das absolut in Ordnung. 100% lädt man wirklich nur, wenn man auch wirklich eine weite Strecke vor sich hat. Das ist besser für den Akku, denn im oberen Zellbereich bei hoher Spannung ist es nicht gut für die Zellchemie. Hier in diesem Fahrzeug sind natürlich keine Rundzellen wie in einem Tesla, sondern Pouchzellen. Und die sind ja, wie ich schon gesagt habe, unter der Sitzbank hinten und den vorderen Sitzen verbaut. Das Auto wiegt 1,53 Tonnen und in diesem Gewicht inbegriffen sind 345 Kilo für den Akku. Das merkt man schon. Schreiben die hier. Ich kann es nicht sagen, weil ich habe den Opel Corsa Verbrenner nicht gefahren. Ich finde das Fahrwerk gut. Ich finde durch den tiefen Schwerpunkt, das ist ja bei allen Elektroautos so, ist das Fahrwerk straff und der tiefe Schwerpunkt gibt weniger Wankung. Der Opel Corsa E-Selection ist für 29.900 Euro zu bekommen. Davon, das dürft ihr nicht vergessen, gibt es ja immer noch die Umweltprämie, 6.570 Euro, die ihr davon abziehen könnt. Und dann kostet das Auto 23.330 Euro. Das müsstet ihr bezahlen, um die Karre sozusagen zuzulassen. Und das ist der gleiche Preis, den auch das Topmodell der Corsa-Reihe kostet mit 130 PS und Automatik. Ist zu überlegen. Ich würde definitiv das Elektroauto wählen, denn die Ruhe, die wenigen Vibrationen und überhaupt die Sportkraft in diesem Fahrzeug ist legendär wie in allen Elektroautos und das würde euch besser gefallen, glaubt es mir. Jetzt bin ich schon 100 Kilometer unterwegs und es ist echt völlig entspannt. Ich fahre hier mit 110 auf der Autobahn
und mir fehlt es an nichts. Das Lederlenkrad fässt sich gut an, die Bedienelemente sind selbsterklärend, Wischer rechts, Blinker und sowas links, Fernlicht, Radio kannst du hier super bedienen über die Lenkrad-Bedienelemente. Die Verarbeitung, ja, das ist okay. Das ist so ein bisschen fusselig hier, der Himmel. Ja, ich bin ja auch pingelig, wie ihr weiß. Ich habe in meinem Auto einen Alcantara-Himmel. Das ist auch eine ganz andere Preisklasse. Ne? Aber das Armaturenbrett, okay, hart Plastik, ein bisschen rau, ist aber modern im Moment und sieht besser aus als diese Nashornhaut, die wir so alle kennen aus den letzten Jahrzehnten. Ich sitze gut. Ich bin ja jetzt schon ein paar Stunden unterwegs. Ups, Kamera ist lose. Und ich kann mich nicht beschweren. Mir tut der Rücken nicht weh, gar nichts. Okay, auf Langstrecke kann das vielleicht anders aussehen, aber ich habe eine gute Sitzposition. Ich finde das Auto gut. Ich finde das Auto preislich gut. Ich finde, das ist ein richtig gutes Alltagsauto und wenn man auch Langstrecke fahren will, auch absolut benutzbar. Man muss halt ein paar Minuten mehr einrechnen fürs Laden, aber das ist okay, das entspannt. Glaubt es mir, wenn ihr so ein Auto mal fahren möchtet, Elektroauto, es entspannt tierisch. Ansonsten nichts zu meckern. Leicht erklärbar, schöne Anordnung, relativ großer 7 Zoll Bildschirm, vollkommen ausreichend. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Das ist ein Touchscreen, wunderbar. Kopfstütze sind gut, Sitzstoffe sind gut. Da kann ich nicht rummeckern für das Auto. Mit dem Auto. Für das Geld ist das echt absolut okay. So, das Fazit, das Auto macht richtig Spaß. Ihr könnt sehen, man kann die Rekuperation in zwei Fahrstufen einstellen. Einmal in der Fahrstufe D wie Drive und dann kann man noch mal einmal zurückgehen in B. Das heißt vielleicht Brake. Es ist also sozusagen das regenerative Bremsen. Das habe ich erst spät entdeckt. Aber das habe ich eben noch mal probiert und das funktioniert super. Also alles so, wie man sich ein Elektroauto vorstellt. Vernünftige Verarbeitung, ein tolles Werkstattnetz. Opel ist ja nun wirklich überall und das ist natürlich das, was uns bei anderen Elektroautobauern fehlt. Mir gefällt das Auto sehr gut. Mein Fazit dazu, vernünftiger Verbrauch. Wir haben jetzt hier verbraucht 18,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, sind 117 Kilometer gefahren. Ich bin Landstraße gefahren, Stadt gefahren. Ich habe ein paar Fahrszenen gedreht, wo ich Gas gegeben habe und so weiter und so fort. Man kann übrigens Gas geben sagen. Gas heißt Generator Adapted System Panel. Und dementsprechend ist das überhaupt kein Problem. Verbrauch wirklich normal. Ich denke, ein Model 3 würde ein bisschen weniger verbrauchen. Windgeräusche in diesem Auto sind absolut okay. Wir haben hier, wie ihr seht, ja Rahmen in den Fenstern und keine rahmenlosen Fenstern wie bei den Teslas. Mir gefällt die Sitzposition, mir gefällt das Platzangebot. Für eine vierköpfige Familie ist es vielleicht etwas zu klein, das Auto, wenn man große Kinder hat. Aber ich bin wirklich begeistert. Ich kann euch das Auto empfehlen. Wenn ihr mit 30 Mille dabei seid, kriegt ihr eigentlich alles das, was ihr braucht. Was ich anfänglich gesagt habe, der adaptive Tempomat ist hier in diesem Fahrzeug jetzt nicht vorhanden. Dazu fehlt hier an der Stelle noch so eine Bezeichnung. Dann kann man den einstellen. Wahrscheinlich ein Extra, wie das genau funktioniert in der Bestellung oder im Vorgang. Das müsst ihr mal selber gucken bei Opel. Mir ging es jetzt nur ums Fahren und da kann ich sagen, das ist wirklich toll. Ja, jetzt habe ich mich mal hinten hingesetzt und das ist natürlich für mich etwas eng. Ich habe aber den Sitz jetzt mal so verstellt, dass ich hier hinten reinpasse. Und jetzt setze ich mich mal vorne rein. Und da könnt ihr schön live dabei sein. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen eng. Das wird für so eine Brocken für mich mit 5 Mann oder 4 nichts. Okay, zum Thema Spaltmaße, Verarbeitung außen. Ja. Eigentlich wie alle Autos auch. Das sieht ja hier ganz gut aus. Kann man nicht meckern. Hier unten könntest du ein bisschen weiter rein. Aber hier haben wir dann auch einen Absatz. Ihr könnt das sehen, das ist ein bisschen höher als das andere. Genauso hier. Spaltmaß gut. Spaltmaß gut. Hier auch gut. Hier vorne nicht. Hier steht es auf. Da steht zu. Ja, also normal. Das ist halt kein Bentley. Und selbst Bentley habe ich schon geprüft. Die waren auch nicht so gut. Passt schon. Ich bin wieder zurück bei mir im Shop und das war ein wunderschöner Tag. Ich hatte Sonnenschein, ich hatte viel Spaß, ich hatte viel Freude. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude. Die Elektromobilität kommt jetzt langsam in einen Bereich, wo man sich's finanziell schon eher leisten kann als mit den teuren Teslas. Das finde ich gut, das Auto fährt wirklich gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen nach oben, ihr teilt das Video und ihr wisst ja, Elektroauto
steht er, dann lädt er. Bis zum nächsten Mal. Ofe von T&T E-Mobility. Tschüss.